Hallo und herzlich willkommen zu unserem Anleitungs- und Einstiegsvideo zum Anwendungsprogramm BIS mit der aktuellen Version 4.4. Mein Name ist Alexander Lochmann und ich begleite dich in diesem Einstiegsvideo zur aktuellen Anwendungserweiterung. Ab dieser Version kann das Anwendungsprogramm um ein weiteres Modul zur Herstellung von individuellen Funktionslöffelgestaltungen erweitert werden. Der Dentel Tray Generator erlaubt dir somit, schnell und effektiv eine individuelle Plattengestaltung über deine Kiefermodellscans für eine anschließende Kahmfertigung zu realisieren. Nachdem wir unser bestehendes Anwendungsprogramm BIS durch das zusätzliche Modul Dentel Tray Generator erweitert und geupdatet haben, starten wir dieses in gewohnter Weise durch einen Links-Doppelklick auf die Anwendungsverknüpfung auf unserem Desktop. Wir gelangen somit nicht mehr direkt in den BIS Model Creator, sondern zuvor in ein Auswahlfenster, in dem wir uns jetzt für eine gewünschte Anwendung entscheiden können. Wir starten den Dentel Tray Generator durch einen Maus-Linksklick auf den Button Software starten in der entsprechenden Fensterhälfte. Unsere Modulerweiterung zeigt sich in der bereits gewohnten Menüaufteilung des bekannten Model Creators klar strukturiert und aufgeräumt. Auch hier finden wir alle Arbeitsschritte am oberen Bildschirmrand von links nach rechts in chronologischer Reihenfolge. Am linken Bildschirmrand finden wir in gewohnter Weise die einzelnen Arbeitsschritte vertikal durch Kästchen aktivier- und deaktivierbar, um unseren individuellen Workflow wunschgemäß einzustellen. Die Eingabe eines Projektnamens ist nicht zwingend erforderlich. Daher starten wir direkt mit dem Button Dateien öffnen, um ein Kiefermodellscan in unsere Anwendung zu importieren. In dem sich geöffneten Browserfenster können wir nun unseren Kiefermodellscan laden und erhalten auch hier in gewohnter Weise eine Modellvorschau im rechten Bildschirmfenster. Ein Maus-Linksklick auf den Button Öffnen zeigt nun das gewünschte Modell in unserer Anwendung. Ist aufgrund der Dateibezeichnung nicht ersichtlich, um welches Kiefermodell es sich handelt, wird uns diese Anwendung zuvor danach fragen, ob es sich hierbei um ein Oberkiefer- oder Unterkiefermodell handelt. Der Button Nächster Schritt am oberen rechten Bildschirmrand bringt uns automatisch in den nächsten Arbeitsabschnitt. An dieser Stelle können wir die Okklusionsebene definieren und manipulieren. Dieser Arbeitsabschnitt ist für unsere individuelle Löffelgestaltung in diesem Anleitungsvideo noch nicht relevant, wird jedoch für zukünftige Erweiterungen und die damit verbundenen Features dieser Anwendung an Bedeutung zunehmen. Der Button Nächster Schritt bringt uns nun zum nächsten Arbeitsabschnitt, in dem wir unsere Kiefermodelltopographie manipulieren und kletten können. Da ich für dieses Anleitungsvideo bereits einen vorbereiteten Kiefermodellscan für einen anschließenden 3D-Druck geladen habe, benötigen wir an dieser Stelle keine weitere Veränderung unseres Unterkiefermodells. Über den Button Nächster Schritt gelangen wir in den nächsten Arbeitsabschnitt. Hier können wir die Einschubrichtung für unsere individuelle Funktionslöffelgestaltung definieren und nutzen hierzu den angezeigten grünen Pfeil zur Visualisierung der gewünschten Richtung. Wir schwenken unser Kiefermodell durch Drücken und Halten der rechten Maustaste, während wir diese bewegen, in unsere gewünschte Einschubrichtung und bestätigen diese neue Richtung durch einen Maus-Linksklick auf den Button Sichtrichtung verwenden.
Dieses Anwendungsprogramm blockt nun unser Kiefermodellscan auf Basis der von uns gewählten Richtung global mit einem Ausblockwinkel von 0 Grad, also in Lotrichtung, aus. Durch diese Ausblockung erhält unser Kiefermodell eine neue Oberflächentopographie, die auch transparent visualisiert wird. Wir beginnen nun mit dem Anzeichnen unserer Randkurve oder auch dem Abschlussrand unserer individuellen Funktionslöffelgestaltung. Hierzu setzen wir durch ein fortlaufendes Setzen von Kontrollkugeln mit der linken Maustaste eine Kurve, die wir vollständig zeichnen und am Ende durch ein Anklicken der ersten gezeichneten Kontrollkugel auch wieder schließen. Ist unsere Randkurve fertig gezeichnet und somit geschlossen, ändert sich die Farbe der Spline, also Linie, von Rot auf Grün. Jetzt können wir auch nachträglich einzelne Kontrollkugeln durch Anklicken und Ziehen mit der linken Maustaste verändern und somit weiter wunschgemäß individualisieren. An dieser Stelle können wir auch bei den Einstellparametern am linken Bildschirmrand die Stärke unserer Löffelplattengestaltung, den gewünschten Abstand zum Kiefermodell für ein entsprechendes Abformmaterial sowie Glättungsgestaltungen vornehmen. Das Anwendungsprogramm setzt unsere Einstellparameter direkt um und visualisiert uns daraus unsere Löffelplattengestaltung in einer farngrünen Darstellung. Je nach verwendeten Photopolymer für die additive Herstellung unseres Abformlöffels und der Viskosität des verwendeten Abformmaterials stellen wir unsere Parameter entsprechend ein. Ich verwende in diesem Übungsfall daher eine Wandstärke von 2,5 mm und einen Abstand von 1,5 mm zur Modelltopographie. Der Button Außenseite glätten schwemmt alle volatilen Oberflächenbereiche markant dazu und schafft somit eine deutliche Einebnung der Topographie unserer individuellen Plattengestaltung. Der Button Rand verlängern erlaubt eine nachträgliche Verlängerung unseres Abschlussrandes in Höhe des eingestellten Wertes in Millimeter. Haben wir einen wunschgemäßen Wert am linken Bildschirmrand eingestellt, genügt ein Klicken und Ziehen der linken Maustaste, während wir diese entlang des Randes bewegen, um eine wunschgemäße Randverlängerung umzusetzen. Eine partielle Anwendung ist daher auch unproblematisch möglich.
Der Modus Wachswände bearbeiten erlaubt uns durch Setzen von Zylindern einzeln oder im Verbund durch Anklicken unseres Modells auf zum Beispiel der okklusalen Orientierung diese Zylinder durch Kontrollkugeln zu setzen und diese anschließend dadurch auch Lage zu verändern oder in der jeweiligen Ausdehnung mit den angelegten Pfeilen durch Anklicken und Ziehen mit der linken Maustaste zu modifizieren. Die hierdurch platzierten und freigestaltbaren Zylinder oder der Zylinderverbund dienen einer zusätzlichen Modellanlage für einen anschließenden Funktionslöffel und schaffen somit zusätzlichen Raum für eine Abformung. Der Modus Löcher bearbeiten erlaubt uns durch das Setzen von einzelnen Zylindern durch Anklicken unseres Modells auf zum Beispiel der okklusalen Orientierung einzelne Zylinder zu platzieren, um Hohlraumgestaltungen für zum Beispiel Implantatabformungen realisieren zu können. Wir können dazu die Stärke der Öffnungswand, die Gesamthöhe und Angulation wunschgemäß modifizieren. Der rote Balken definiert somit den Hohlraum-Innendurchmesser und der anliegende grüne Zylinder definiert somit die Wand zu unserem gestalteten Funktionslöffel. Die zylindrische Öffnung hierzu können wir auch auf Wunsch plan schließen lassen. Der Button Nächster Schritt bringt uns in den nächsten Arbeitsabschnitt. Hier können wir jetzt verschiedene Attachments und auch einen Löffelgriff gestalten und anbringen. Ein Mausrechtsklick auf unsere individuelle Plattengestaltung öffnet ein Dropdown-Menü, über das wir die Auswahl hierzu erhalten. Die Option Neuer Griff platziert einen schlichten Standardgriff, den wir jedoch über die Elementeneinstellung am linken Bildschirmrand in Bezug auf die Skalierung, Dimension, Versenkung, Stärke und Biegung wunschgemäß modifizieren können. Die am Löffelgriff angebrachten Pfeile erlauben uns, eine entsprechende Lageveränderung vorzunehmen. Auf diese Weise gestalten wir nun einen individuellen Löffelgriff für unseren Abformlöffel. Sind wir mit unserer Griffgestaltung nicht einverstanden, genügt ein Mausrechtsklick auf unsere Griffauflistung im Fenster links oben, um über das dadurch geöffnete Dropdown-Menü eine Löschung des angesetzten Griffes zu veranlassen. Über das Dropdown-Menü können wir auch individuelle Stops platzieren, um wunschgemäße Abstützungen unserer individuellen Löffelgestaltung anzulegen. Die Option Attachment hinzufügen erlaubt uns, eigene Löffelgriffgeometrien anzuwenden und einzupflegen, um auch ganz individuelle Wünsche an einer Gesamtgestaltung realisieren zu können.
Eine sehr interessante Option im Dropdown-Menü ist Eigenen Griff konstruieren. An dieser Stelle erhältst du ein zweidimensionales Zeichenbrett auf Millimeterpapier, das dir durch Anklicken und Ziehen der blauen Kontrollpunkte ein eigenes Zeichnen von Geometrien erlaubt, die du dir ganz individuell umsetzen und auch in einer 3D-Ansicht visualisieren kannst. Eigene angelegte Griffgeometrien lassen sich zusätzlich im Hinblick auf ihre Lage, Orientierung und Ausrichtung auch als eigene Griffdateien sichern, um zukünftig sofort zum wunschgemäßen Ergebnis zu gelangen. Der Button Nächster Schritt bringt uns in den nächsten Arbeitsabschnitt. Hier können wir unsere individuelle Löffelgestaltung mit zusätzlichen Anlagen wie Texten und Bildern ergänzen, um diese Gestaltung weiter zu personalisieren. Im Dropdown-Menü erhalten wir hierzu die Werkzeuge Neues Textlabel und Neues Bildlabel. Die Texteingabe erfolgt über die Eingabezeile am linken Bildschirmrand und kann über die Einstellparameter hinsichtlich Größe und Prägeverhalten individuell bestimmt werden. Durch ein Anklicken und Ziehen des Schriftbildes auf unserer Plattenkonstruktion können wir die Position wunschgemäß vornehmen. Durch Anklicken des Buttons Ergebnis anzeigen bekommen wir auch eine dreidimensionale Umsetzung unseres Schriftzuges auf unserem Funktionslöffel. Wollen wir ein Bild verwenden, kannst du dieses ebenfalls auf die gleiche Weise modifizieren und holst dir dazu eine gewünschte Bilddatei aus dem Datei-Explorer durch einen Maus-Linksklick auf das Bild-Vorschaufenster.
Über den Button Nächster Schritt gelangen wir nun zum vorletzten Arbeitsabschnitt. Hier können wir unsere individuelle Funktionslöffelgestaltung zusätzlich perforierend und hohlkehlend im Randbereich einbringen. Unsere Gesamtgestaltung wird auf Basis der voreingestellten Parameter am linken Bildschirmrand bereits vordefiniert und somit sehen wir rote Bereiche für Areale, die nicht perforiert werden, und Perforationsbereiche in violetter Farbgebung mit vordefinierten Platzierungen in schwarzer Farbe. Die Parametereinstellungen am linken Bildschirmrand sowie das aktivierte Pinseltool an deinem Mauszeiger erlauben dir nun, ganz individuelle Gestaltungen hierfür vorzunehmen. Der Button Ergebnis anzeigen visualisiert dir das Ergebnis deiner Parametereinstellungen am individuellen Funktionslöffel. Zum Schluss kannst du deine Funktionslöffelgestaltung auch noch einmal kletten oder Oberflächenveränderungen daran vornehmen. Bist du mit deinem Konstruktionsergebnis einverstanden, gehen wir zum abschließenden Arbeitsabschnitt, in dem wir unser Projekt und unsere Konstruktion in gewohnter Weise herausspeichern können. Wie auch im BIS Model Creator besteht auch hier die Möglichkeit, Zwischenbearbeitungsstände an deinem Kiefermodell herauszuspeichern und dein Konstruktionsergebnis mit einer manipulierten Raumlage für eine anschließende Materialumsetzung zu exportieren. Mein Fazit zu dieser Anwendung: Der BIS-Tray-Generator der Firma Promadent ist ein sehr effektives und einfach zu bedienendes Tool für die Herstellung von individuellen Platten- und Löffelgestaltungen, die keine Wünsche offen lässt. Mir hat ganz besonders die intuitive Bedienführung und das Werkzeug zur Zeichnung eigener Griffgeometrien auf Millimeterpapier besonders gefallen. Rundum ist der BIS-Tray-Generator eine gelungene Anwendung und ist zudem für einen attraktiven Preis erhältlich. Wir sind nun am Ende dieses Einleitungsvideos vom BIS-Tray-Generator der Firma Promadent angelangt und ich hoffe, dass ich dir einen ersten Einblick der wichtigen Funktionen und Werkzeuge geben konnte. Ich freue mich, dich auch im nächsten Lernvideo oder auf einen meiner dentalen CAD/CAM-Workshops wieder begrüßen zu können und verabschiede mich. Dein Referent von Level 5 CAD, Alexander Lochmann.